wir sind jetzt hier am Spot, wo es installiert werden soll. Ich möchte es gerne an diese Wand hier bringen, damit hier dieser Garten abends und nachts, wenn Bewegung ist, schön erhellt ist, schön erleuchtet ist. Das heißt, der Plan ist es jetzt, das Teil hier dran zu bringen, um eine schöne Beleuchtung vollziehen zu können. Um es anzubringen, drehen wir es um und werden jetzt erstmal es anhalten. Das haben wir gerade schon. Ihr seht, hier dran will ich es machen, dass es so nach unten ragt. Das heißt also, hier müssen wir die beiden Spots finden. Das ist genau das gleiche hier. Ich werde das jetzt an Holz anbringen. Wenn ihr Beton habt, dann müsst ihr mit einer Bohrmaschine vorbohren, Dübel setzen und das so machen. Also da ist der einzige Unterschied. So, und wenn ihr zum Beispiel, was haben wir noch, Rigipswände oder so, in dem Fall müsstet ihr dann sogar Hohlraumdübel nehmen. So, wir holen jetzt hier die Halterung erstmal raus zur einfachen Installation. So, einfach, das sind hier Flügelschrauben. So, die schrauben wir ab. Da haben wir sie. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, dieses Bauteil zu nehmen und dann anzubringen. Wie rum ist, glaube ich, egal, weil es baugleich ist. Das heißt, wenn wir dieses Teil jetzt hier an die Wand bringen, egal was es ist, Rigips, Betonwand oder Holzwand, müssen wir dieses so jetzt hier vollziehen. Und danach können wir erst das Teil dann da dran machen. Das geht so, indem wir das wieder einhängen nachher dann. Das zeige ich euch dann, aber vielleicht sieht man es ja nicht so gut, deshalb zeige ich es nochmal hier. So, da einhängen. Die steht ein bisschen unter Spannung, nicht unter Stromspannung, sondern unter Lagespannung. Und dann drehen wir hier drüber dann unsere Flügelschrauben später wieder rein. Also ich nehme das jetzt mal einmal hier draufsetzen und dann reindrehen. Okay? So, das heißt also, das muss jetzt da dran. Kommen wir zur Installation des Bügels. Der Bügel wird dran gehalten. Wenn ihr jetzt eine Betonwand habt, würde ich vorschlagen, dass ihr dort jetzt zwei Markierungen macht. Mit einem Edding, mit einem Bleistift. Nehmt das weg. Danach bohrt ihr mit einem Betonbohrer da rein. Ich meine, es war ein Sechser. Dann kommen die Dübel da rein. Danach setzt ihr dieses Teil dann an und schraubt die Schrauben danach da durch. Dann habt ihr es festgemacht. In meinem Fall ist es Holz. In dem Fall nehmen wir einfach eine Sparkschraube, halten das dran, richten es aus, dass es gerade ist. Machen wir es hier. So. Setzen die Schraube an und montieren die Schraube dran. Jetzt kann man es noch immer, wenn ich eine nur montiert habe, im Fall vom Holz, können wir das jetzt ausrichten. Das heißt also, wir nehmen hier oben den Abstand und den unten Abstand. Wenn das gerade ist, ist gut. So. Ihr könnt auch alternativ natürlich eine Wasserwaage drüber legen, die dann nivellieren, auch fertig. Beim Beton müsst ihr diese Nivellierung, sprich das Ausrichten, vorher machen. Denkt daran, damit es nicht schief hängt. Aber in unserem Fall ist das so vollkommen ausreichend. Das heißt, ich kann jetzt die zweite Schraube setzen und habe das Teil montiert hier dran. So, ihr hört dieses Ratschen. Ich habe hier auf Schrauben gestellt und der Drehmoment liegt dann bei 5 bis 7. Dann könnten wir, ne, da reicht so, es ist nämlich jetzt schon fest, also das ist hier die richtige Einstellung. Seht ihr, 7 geht auch noch, aber ihr solltet es nicht zu hart nehmen. So, das heißt, der Bügel ist jetzt fertig zur Aufnahme der Lampe selber. Jetzt müssen wir natürlich die Lampe wieder an den Träger bringen. Dazu gehen wir mit der Lampe rein. Ich habe jetzt eine Flügelschraube hier schon. Wir docken jetzt an. So. Drücken die Klammer etwas nach innen. So. Gehen dann mit der Flügelschraube drüber und schrauben die Flügelschraube in das Gewinde ein. Ja. So. Wenn die Flügelschraube gepackt hat, noch nicht ganz fest drin, dann hoffentlich habt ihr eine Tasche. In der Tasche sollte die zweite Flügelschraube dann auch sein. Diese nehmen und immer noch festhalten, es ist nicht fest. Und jetzt auf die andere Seite das gleiche wiederholen. So, auch festschrauben. So, jetzt hängt es fest. Gut. Was wir jetzt machen, ist eine Ausrichtung schon mal, eine Grundausrichtung. Das heißt, hier die Flügelschrauben ein wenig lösen, dann können wir es neigen. So, wir neigen das jetzt mal, drehen rechts und links die Flügelschraube zu. Nach rechts drehen es zu, nach links drehen es auf. Dann, wenn wir das jetzt ausgerichtet haben, wir wollen ja nach unten den Spot haben etwas, sprich 5 Meter ungefähr ist der Radius, wo dieser Freund hier gut funktioniert.
Heißt das, der nimmt jetzt hier unten alles auf, aber hier unten können wir noch genau einstellen, wo wir den hingedreht haben wollen. Das heißt, hier in der Neigung verändern geht, wenn ihr diese dicke Schraube hier etwas anlöst, dann könnt ihr den in der Neigung ändern, beziehungsweise in der horizontalen so. So, wir lassen jetzt mal hier so eingestellt. Ja, das ist gut so, ne? Dann haben wir hier jetzt also die Grundkonfiguration gemacht. Die Seitenspots müssen wir natürlich jetzt noch nach unten drehen. Die können wir hinten ja auch etwas lösen und zur Seite wegklappen. Hier seht ihr das, ich habe es jetzt ganz weggeklappt. Dann nach unten, das heißt also die werden jetzt hier rechts und links hinscheinen und die wird hier gerade nach unten scheinen. So, so können wir das erstmal lassen. Also das ist jetzt die Grundkonfiguration. Die Feinabstimmung müsst ihr wirklich dann finden, langsam in Ruhe, wenn es in Betrieb ist. So, das heißt also, das Ding ist jetzt fest montiert. Jetzt kommen wir zum Solarpanel. Das Solarpanel werde ich hier langlegen und dort vorne, dort ist nämlich mehr Licht als wie hier, denn dort ist ein Baum, der verdeckt das Licht, was von drüben kommt. Ergo werden wir das Solarpanel etwas nach links versetzen. Wir haben ja 5 Meter Kabel zur Verfügung und es da oben festmachen. Das ist der Plan jetzt. Und dann können wir das Kabel bis hier drüben verlegen, hier an die Maschine dran. Und dann sollte das so funktionieren. So, kommen wir zur Installation. Bedenkt immer, dass ihr das Panel, das hier, dahin hängt, wo am meisten die Sonne hinkommt. Bei uns ist das hier in dem Fall von dort. Dort oben steht die Sonne nachmittags. Ballert hier rein, nicht nach da vorne, sondern hier rein. Das heißt also, wir gehen jetzt hin und haben 5 Meter Radius zur Verfügung mit diesem Panel. Ergo, pusten wir erstmal hier diese blöde Wespe weg und werden dann hier jetzt fortfahren, werden das so da dran machen. So, ein bisschen nach oben geneigt. Man kann es nämlich hier verstellen. Seht ihr das? Stufenweise verstellen. Ergo, zur Montage gehen wir gleich hin. Also so werden wir es ungefähr dran machen. Kann auch sein, dass wir es danach so drehen, dass es ein bisschen mehr von oben kommt. Aber zur Montage, also hier kommt es dran, werden wir es jetzt nach oben klappen, ganz nach oben, und können so jetzt hier hinein. Jetzt, wenn ihr Betonwand habt, müsst ihr hier wieder anzeichnen, gerade ausrichten vorher, anzeichnen, abnehmen, Beton reinbohren, Dübel setzen und dann die Schrauben machen. In meinem Fall kann ich direkt reingehen. So, das heißt also, wir nehmen uns jetzt eine Schraube und schrauben hier in der Mitte schon mal fest. So, das hält auch schon, wie ihr seht. Jetzt werden wir natürlich mehrere Schrauben verbauen, um eine bessere Stabilität zu gewährleisten. Das heißt, auf die andere Seite kommt auch noch eine Schraube. So, und jetzt, das reicht eigentlich schon fast, haben wir hier eine feste Grundierung. Ziehen noch eins rein. Wenn ihr das mit Beton macht, achtet darauf, einen Betonbohrer zu benutzen, die richtige Größe zu benutzen, von Dübelweite etc. So, das ist aber recht fest schon. Wir können hier oben noch einen reinsetzen. So, da haben wir es. Komm, die zwei machen wir auch noch. Wir gehen jetzt voll all in hier. Dann seht ihr das Kabel hier unten. Das führt jetzt weg. Das müssen wir gleich dann nach da drüben verziehen. Und wenn das dann drüben angekommen ist, werden wir das gleich einhängen. Und dann sollte hier auch das Tanken dann auch beginnen. Denn die Solarpanels bringen die Energie rein. So, das haben wir jetzt fest, wie ihr seht. Wir haben jetzt 6 Punkte befestigt, können das also sehr gut jetzt hier in der Lage verändern. So, was wir jetzt... Sehr schön. Was wir jetzt machen ist, wir machen die Oberfläche schön sauber. Denn so bekommt ihr am meisten Energie auf das Solarpanel drauf. Jede Art von Schmutz, Staub, Dreck, was auch immer. Und die Folie vorher abziehen, ganz wichtig. Denn hier muss jetzt so viel Sonnenstrahlen wie möglich drauf, damit die, was waren es, 5 Akkus, die in unserer Beleuchtung sind, geladen werden. So, das ist jetzt sauber. Jetzt verlegen wir das Kabel nach da drüben. So. Wupp, und jetzt gehen wir rüber. Habe ich gut verlegt, oder? Am besten, ihr würdet dann hier, wir werden das jetzt hier hinter ein bisschen befestigen und dann können wir nach da drüben gehen, ne? So, verschwinden lassen irgendwo. Ne, das müsst ihr halt
von der Location her euch sehen oder Kabelhalter dran machen und dann führt ihr das zur Lampe selber rüber. Also Panel hier oder da oder da oder da, 5 Meter Range, immer schön ausrichten die Sonne, dann rüber und anschließen. Jetzt sind wir wieder hier. Hier habe ich das Kabel in der Hand. Da drüben ist das Solarpanel. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, das mit Kabelklemmen festzumachen. Wir machen das jetzt richtig chillig. Wir legen das dahinter und wickeln das, die Überstände jetzt, um den Metallkonstruktionsfesthalteaggregat, was wir vorhin festgemacht haben, da drum. So können wir uns nämlich sparen, das alles einzeln fest zu schwabbeln. Und so haben wir unser Kabel auch schön jetzt auch als Stabilitätsfreund hier verbaut. So, wir wickeln also die 5 Meter jetzt hier drum. Also ein bisschen was zu tun, wie ihr hier seht. Aber wir schaffen das schon. So, auf dem Rückweg gehen wir jetzt hier durch. Ziehen das runter. Und dann gucken wir hier unten. Da müssen wir rein. So, reingesteckt. Jetzt haben wir hier den Knopf auf Außen. Hier auf Auto. Rechts ist Auto. Mitte ist aus. Links ist an. Ihr seht ja schon, wie die LEDs jetzt an sind. Das heißt Permanentbeleuchtung links. Mitte aus. Rechts Automatik. Das heißt, wir lassen es jetzt auf Automatik stehen und werden dann wiederkommen, wenn es etwas dunkler ist, um genauer zu justieren. So, damit ist es montiert. Jetzt können wir gleich zur Justierung übergehen. Aber dafür ist es zu hell. Außerdem muss der Akku da drin jetzt erstmal ein bisschen tanken über das Solarpanel. So, jetzt ist es dunkel, wie ihr seht. Und ich bin jetzt gerade hier unten hingelatscht. Und ich muss sagen, in der Grundsetting ist mir das ein bisschen zu wenig. Es leuchtet kaum. Aber wir haben ja noch ein Stellrad, woran wir schrauben können. Also ein bisschen aufdrehen und dann werden wir mal gucken, wie hell das Zeugs hier wird. Also einstellmäßig habe ich das gerade schon super gesehen. Ich kam da unten um die Ecke. Und dann ging hier schon das Licht an. Also das ist schon perfekt, kann ich so lassen. Nur jetzt müssen wir natürlich hier noch ein bisschen am Setup drehen. So, also wenn wir hier nach links drehen, zack, dann geht es ganz runter. Jetzt drehe ich was nach rechts, dann geht die Stärke nach oben, machen wir ganz hell. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, die Zeit, wie lange es an ist, zu drehen und dann hier die Sensitivität. So, das heißt also ein bisschen ausprobieren und dann bekommen wir das schon hin. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.